Im Moment bewegen wir uns in dem Teil des Wintergartens eigentlich nur noch zum Ernten. Alles andere lassen wir liegen. Und zwar aus dem Grund, weil sich immer einer da gestört fühlt, sobald wir uns hier aufhalten. Jetzt gackert er schon wieder. Da unten hat sich nämlich unser Igel jetzt neu sein Nest reingebaut, und zwar mitten im Wintergarten. Und wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob es nur ein Schlafplatz ist oder ob es jetzt vielleicht sogar noch Junge drinnen sind, weil er gibt teilweise recht komische Geräusche von sich. Und deswegen geht es heute darum, wie man Garten igelfreundlich gestalten kann und was man machen kann, damit sich Igel wirklich wohlfühlen und dann auch vielleicht über Jahre hier bleiben. Und bevor wir das jetzt aber draußen weitermachen, schaue ich, dass ich hier fertig ernte, weil wir halt jetzt wirklich versuchen, da herinnen so wenig Bewegung wie möglich zu haben, dass der Kerl seine Ruhe hat unterm Tag. Und abends ist er aber völlig relaxed. Da läuft er hier auf der Terrasse rum und teilweise auch bis in die frühen Morgenstunden und lässt sich eigentlich durch nichts beim Futtersuchen stören. Wer will, dass sich Igel in seinem Garten wohlfühlen, der braucht vor allem viel, was so krabbelt, kriecht und fleucht. Und dafür dürfen wir sich dann natürlich auch nicht ekeln, weil Igel fressen tatsächlich einen Haufen Insekten, Würmer, Maden, aber auch Kellerasseln zum Beispiel oder Spinnen. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass man auch Lebensraum für die Tierchen hat, weil da findet er dann auch eben überall was zum Futtern. Und damit möglichst viel krabbelt, kriecht und fleucht, muss das ganze Jahr über was blühen, weil damit lockt man sich dann auch viele Insekten einfach in den Garten. Und die Sachen, die dann abgeblüht haben, wie jetzt in dem Fall hier diese Königskerze im Hochbeet, da nehme ich dann alles weg, was naja, schon braun wird, was verwelkt. Das landet alles hinterm Pizzaofen und gibt da im Laufe des Herbsts meistens einen richtig, richtig hohen Berg. Und hier landet jetzt nicht nur der Grünschnitt und Strauchschnitt, sondern hier landet dann auch ein Teil von dem Laub, was wir wegnehmen müssen. Also auf dem Rasen draußen darf ja das Laub über den Winter nicht liegen bleiben. Und da tun wir es zum Teil einfach unter die Büsche rundrechen im Herbst. Oder eben, was dann da zu viel ist und wieder wegfliegen würde, das landet auch hier hinten. Und das sind dann so ganz verschiedene Schichten, wo in den schmaleren Ecken und Nischen sich dann Insekten einnisten können für den Winter. Und unten drunter hat der Igel ein sicheres Winterquartier und scheint sich da auch recht wohl zu fühlen. Bei den Falläpfeln sieht man auch immer wieder Fraßstellen, wo teilweise auch der Igel dran rumgeknabbert hat. Allerdings interessieren denen die Äpfel als solche jetzt relativ wenig. Allerdings sind in vielen der Äpfeln die Maden drinnen vom Apfelwickler. Und das ist natürlich eine echte Delikatesse für den Igel, und deswegen knabbert er an denen rum, um eben an die Tiere in den Äpfeln zu kommen. Und jetzt wäre es eigentlich deswegen geschickt, und auch weil Nacktschnecken dann ganz gern an das Fallobst hingehen, die wiederum auch der Igel gerne frisst, dass man die Falläpfel eigentlich für den Igel liegen lässt, als gedeckten Tisch. Nur hat man dann im Herbst halt auch überall auf dem Rasen sehr viele Wespen. Und noch dazu ist es natürlich aus gärtnerischer Sicht durchaus so, dass das Entfernen vom Fallobst hilft, dass der Apfelwickler sich nicht immer weiter und weiter vermehrt und mit jedem Jahr mehr wird. Weil die Maden, die da drinnen sind, die gehen dann raus, überwintern da, befallen die Äpfel wieder und dann habe ich wieder Würmer drin. Und das ist halt jetzt so ein bisschen das Ding, wie viel lässt man, wie viel verhindert man. Und wie gesagt, ich denke, ein guter Kompromiss ist, das meiste vom Rasen, von den offenen Flächen einfach wegnehmen. Und das, wo man sich selber plagen müsste, wo man sich in die Büsche reinschlagen müsste, das kann man liegen lassen. Und so geht es hoffentlich allen weiterhin hier gut. Wichtig ist auch, dass der Igel irgendwo raus kann aus dem Garten, weil Igel haben ein ganz, ganz großes Jagdgebiet. Und unser Garten allein wäre für den Kerl viel zu wenig. Wir haben hier so einen Zaun und da unten ist überall genug Platz, dass der wirklich hier unten durchschlüpfen kann. Wir haben das sogar schon beobachtet an der hinteren Seite, wo er dann erst über das Mäuerchen so drüber, sich selber drüber klopft hat und dann durchgekrabbelt ist und dann eben raus ist. Und dadurch hat der Igel dann genug Platz und kann eben wandern und kann an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Gärten hier sich was zum Fressen suchen. Und es geht halt nicht, wenn ich irgendwelche Steingabionen, Wände habe, die bis unten rangehen und wo nirgendwo ein Durchschlupf ist. Also da muss man einfach schauen, dass man sich selber nicht zu arg einigelt, damit man dann vom Igel Besuch kriegen kann.
nachdem wir im Garten keinen Gartenteich oder irgendwie sowas in der Richtung haben, schauen wir, dass unter den Büschen immer irgendwo eine Schale mit Wasser steht, also einfach so ein Untersetzer. Und vorne auf der Terrasse ist auch noch so ein größerer Ständer, so eine Vogeltränke, damit sowohl die Vögel als auch eben der Igel immer an Wasser hinkommen. Und das füllen wir jetzt nicht jeden Tag auf, aber wenn wir im Garten unterwegs sind selber und sehen, dass die Schale entweder leer ist oder vielleicht auch ein bisschen Blätter und so weiter drinnen liegen, dann schauen wir, dass wir es erneuern, dass halt die Tiere immer an Wasser hinkommen. Und was wir eventuell noch machen werden, wenn unser Igel drinnen tatsächlich jetzt noch Junge haben sollte, dann werden wir auch schauen, dass wir Ende des Monats dann vielleicht so ein Igelfutter noch kaufen und stellen da noch ein bisschen was mit raus, damit die dann einfach wirklich gut, möglichst gut in den Winter und durch den Winter kommen. Und dann denke ich, fühlt sich der Igel hier auch weiterhin wohl und wir können weiterhin die Igel beobachten, was einfach nur immer wieder Spaß macht und schön ist. Süß.